Ich hätte eine Frage, kommen Sie wohl zum Faschingstuch, der um 14 Uhr losgeht? Nein, ich weiß Bescheid. Sie wissen Bescheid? Jawohl, gibt keinen. Gibt keinen? Nein. Kommen Sie auch zum Faschingstuch wohl? Ja, die ganze Zeit warten schon drauf, aber es riecht so nichts im Barsberg. Da ist der Hund verrückt. Ja, ich habe gehört, dass da was im Stadtblatt stand, aber das ist ja, glaube ich, nicht ernst gemeint. Ah, okay. Das war doch noch nie ein Passberg. Okay, dann wird es wahrscheinlich auch keiner sein. Dann wird es auch keiner sein. Der 1. April ist noch nicht. Der wird wahrscheinlich ausgefallen sein, oder? Da gibt es doch keinen, oder? Im Passberg. Okay. Wo soll ich aber? Also, hätten die Quartemen oder wo ist es? Ich weiß es nicht. Okay, danke. Ich höre das heute zum ersten Mal, dass im Passberger Faschingszug sein soll. Grüß Gott, ich hätte eine Frage. Kommen Sie wohl extra zum Faschingszug? Ja, aber im Paschberg ist leider nichts los. Ja, überall ist mehr los als im Paschberg. Genau, es ist 14.14 Uhr, also ja. Und nicht der Teufel los, gell? Ja, genau. Nein, wir wollten eigentlich ins Café gehen. Okay. Aber dann zeigen wir einen Faschingszug, falls einer sein sollte. Um 14 Uhr, wie hat er das gesagt? Ja. Also, gut, dann schauen wir uns den an. Ja. Welche Themen kann man im Paschberg bringen? Welche Themen? Neuer Faschingszug im Passberg. Aktuell zum Beispiel. Oder? Mhm. Über das Volksfest ein bisschen was? Mhm. Genau. Ja, ja. Waren schon zwei Wagen. Waren schon zwei Wagen, genau. Okay, also viel Spaß. Ebenfalls. Ja. Kommen Sie wohl extra welche am Faschingstuch, der war jetzt ist? Nein, wir wohnen hier gleich ums Eck. Hallo, ich hätte eine Frage. Kommen Sie wohl extra bei einem Faschingszug, der war jetzt um 14 Uhr? Nein, ich komme nie bei einem Faschingszug, ich habe bloß eine Post aufgegeben. Okay. Weil heute im Paschberg sowieso kein Faschingszug. Ich glaube, die letzten 30 Jahre schon immer oder was. Okay. Hallo, grüß Gott, ich hätte eine Frage. Haben Sie wohl extra bei einem Faschingszug von Paschberg gekommen? Wir haben so Arbeit in Paschberg. Jetzt wegen einem Faschingszug. Ich hätte eine Frage. Sind Sie wohl extra gekommen bei einem Paschberger Faschingszug? Ja, freilich haben wir die. Das glaube ich also weniger. Nein, das Märchen kennen wir schon, gell? Das war schon einmal. Ja, da ist schon einmal einer durch mit einem so Wachel. Und ja, vorne Anfang und hinten Ende. Und das war ein riesen Gaudi. Aber nur für den wahrscheinlich. Nee, da kann man die nicht. Bestimmt, ich weiß nicht, glaube. Gibt es wohl kein Thema in dem Beispiel? Bitte kein. Ich habe jetzt gerade Themen. Ja, Themen gäbe es sicher genug. Übrigens war Passberg, als ich also vom Bayerischen Wald vor fast 50 Jahren hergekommen bin, da war das also Passberger Highlight im Fasching. Mhm. Da hat es mehrere Prinzenpaare gegeben, rivalisierende. Also das war eine tolle Geschichte damals. Aber das ist dann schon 68 ist es gestorben. Und seit der Zeit ist, da war zwar übergangsweise immer wieder, waren so kleine Veranstaltungen, Hausfasching oder sonst etwas, aber ansonsten ist das ist maustot und außerdem bin ich jenseits von Gut und Böse. Mit meinen 77 Jahren gehe ich an kein Fasching mehr. Da kann der Zug kann gar nicht, der kann so langsam von da bis auf Luppburg habe ich. Schau, da man nicht mehr noch, weil ich genügend gesehen habe im Leben. Jawohl, also, danke schön. Ja, nicht so lange, macht es gut. Ja.